Wir glauben, dass Transformationsforschung gute Gründe hat, aus den Lebensperspektiven und den alltäglichen Handlungsherausforderungen heraus Politiken zu formulieren. Und dafür haben wir uns eingeladen, Thomas Seibert, genau der Richtige, in seinem Broterwerb bei Medico International schon beeindruckend unterwegs beim Versuch, transnationale Solidarität zu organisieren. Für die IEL ist seit langem sowas wie ein, ja, sagen wir es ruhig, organischer Intellektueller. Aber darüber hinaus könnte man eigentlich sagen, quasi auch ein Prototyp des Vermittlungsintellektuellen, der unermüdlich an sowas wie einer übergreifenden Mosaiklinken arbeitet, sei es im Institut für Solidarische Moderne oder hier in der RLS, wo er im wissenschaftlichen Beirat auch ist, oder in anderen Bündniskonstellationen. Und ganz nebenbei ist er auch noch Philosoph, das werden wir heute erleben, und arbeitet auch an einem neuen Buch, wo dieses Thema von heute auch einen wichtigen Bestandteil einnimmt. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich fange direkt an. Weil ich wirklich persönlich froh bin über die Wendung, die die Debatte zu Begriff und Prozess der Transformation mit dieser der dritten Transformationstagung nehmen kann. Ich bin das erstens wegen des Themas selbst, dessen Dringlichkeit auf der Hand liegt. Wie geht eigentlich ein richtiges Leben im Falschen? Und ich bin das zweitens wegen der Bedeutung dieser Frage für die Sache der Transformation. Geht es dabei doch um die Geschichte selbst, verstanden als die Zeit, in der wir alle auf Befreiung aus sind, auf etwas, das im radikalen Sinn ein gutes Leben wäre für alle und für jede Einzelne. Was aber ist ein im radikalen Sinn gutes Leben? Mal gucken, dass das funktioniert, ja. Der Klärung dieser Frage stehen vor allem zwei Missverständnisse im Weg. Das erste liegt in der Verwechslung des guten Lebens mit einem Dolce Vita. Nichts gegen ein Dolce Vita, im Gegenteil, jeder und jedem ist zu wünschen, dass das Leben süß ist. Fragt man aber nach dem, was man eigens und eigentlich wünschen und wollen soll, was man im Grunde seines Herzens begehrt, was man manchmal bis zur Verzweiflung sucht und wofür man eigentlich kämpft, dann ist noch heute einem der ältesten Sätze des Nachdenkens über ein gutes Leben Recht zu geben, dem Satz des Sokrates, dass man nämlich nicht das Leben am höchsten achten muss, sondern das Gutleben. Das zweite Missverständnis liegt dann aber darin, das gute Leben mit einem Leben zu verwechseln, das zuerst und zuletzt dem moralisch Guten unterstellt wäre. Nicht wenige der Lebenskünstlerinnen, von denen ich jetzt sprechen werde, haben unter dem guten Leben zumindest immer auch ein Leben jenseits von Gut und Böse verstanden. Der Verweis auf Sokrates führt mich auf meinen nächsten Punkt. Wenn wir das gute Leben, wenn wir das richtige Leben im Falschen zur Sache von Transformationsprozessen des Lebens, das heißt zur Sache von Kämpfen um Lebensweisen machen, dann mag das in der Transformationsdebatte neu sein. Kämpfe um Lebensweisen selbst allerdings sind alles andere als neu. Sie sind das so wenig, dass die letzte große Epoche sozialer Kämpfe vor der unseren, die des Mai 68, als die Epoche verstanden werden kann, in der die verschiedenen sozialen Kämpfe erstmals ausdrücklich unter der Führung von Kämpfen um Lebensweisen standen. Ich erzähle dazu Geschichten aus der Geschichte von Kämpfen um Lebensweisen. Mein Vortrag ist weniger theoretisch als historisch und ich verfahre dabei nicht systematisch, sondern in exemplarisch zuspitzender und exemplarisch verdichtender Weise mit schmerzlichen Auslassungen. Ich werde das in drei Schritten tun. Einen Schritt zurück, erstens in die Epoche des Mai 68, einem Schritt zurück zweitens zu den kulturrevolutionären Avantgarden des frühen 20. Jahrhunderts und einem Schritt zurück drittens in die Epoche der Romantik. Im ersten Schritt geht es um das, was Luc Boltanski und Eve Chapello die polare Ausspannung der Kapitalismuskritik in eine Sozial- und eine Künstlerinnenkritik genannt haben. Im zweiten Schritt geht es um die Radikalisierung
der Kapitalismuskritik zu so etwas wie einer Radikalkritik, Totalkritik des Wirklichen als Wirklichen. Und im dritten Schritt geht es um deren subjektiven Faktor und die Frage, ob wir es dabei, wie Hegel und Marx meinten, mit einer aufgespreizten Subjektivität oder, wie Nietzsche und zuletzt Foucault meinten, mit einer Subjektivität der Überschreitung zu tun haben, mit einer Ästhetik der Existenz. Der Mai 68 war ein globaler Transformationsprozess, der sich ab den späten 1950er Jahren abzeichnete und Ende der 1970er Jahre abbrach. Die Fokussierung auf den Mai resultiert aus dem Geschehen in Paris bzw. in Frankreich, wo die Protestbewegung der jungen Generationen einen Generalstreik von 10 Millionen Menschen auslöste. Gekämpft wurde in diesem Jahr aber überall auf der Welt. Gekämpft wurde im Westen wie im Osten Europas, in Berlin, Frankfurt, Madrid, Rom, Mailand, Brüssel, wie in Prag und der ganzen Tschechoslowakei, in polnischen und jugoslawischen Städten und in Istanbul. Gekämpft wurde in Vietnam, wo im Januar 1968 die kriegsentscheidende Offensive des Vietcong begann. Gekämpft wurde überall in den USA von Studierenden, von Arbeiterinnen und beiden voran von den Massenbewegungen der Black Power. Gekämpft wurde seit 1966 schon in der chinesischen Kulturrevolution, gekämpft wurde in Japan, auf Sri Lanka, in Ägypten und Algerien, in Palästina, in verschiedenen Ländern Afrikas und überall in Lateinamerika. Das eigentlich Besondere der Epoche des Mai 68 lässt sich allerdings schwer in Ortsnamen und Zahlen fassen. Ausgesprochen hat es sich nicht zufällig in den Losungen des Pariser Mai. Ich zitiere in exemplarischer Auswahl. Losungen des Mai 68 Paris. Die Fantasie an die Macht. Traum ist Wirklichkeit. Nieder mit der Konsumgesellschaft. Gewerkschaften sind Bordelle. Es lebe Heraklit, nieder mit Parmenides. Miss deine angestaute Wut und schäme dich. Arbeitet nie. Kunst existiert nicht. Kunst bist du. Nieder mit der alten Welt. Unter dem Pflaster liegt der Strand. Lauf schneller, Genosse, die alte Welt ist hinter dir her. Nieder mit dem Summarischen, es lebe das Kurzlebige, marxistisch-pessimistische Jugend. Ja, überall auf der Welt kämpften Arbeiterinnen, überall kämpften kolonialisierte Gesellschaften. Überall aber bewegten sich vor allem die jungen Generationen, bewegten sich die Schwarzen, die Frauen, die Schwulen und Lesben, die Unterdrückten der psychiatrischen und wieder Gefängnisanstalten, die Migrantinnen und zusammengenommen alle, die alltäglich hier und jetzt anders leben wollten und das dann auch taten. In radikal veränderten Selbst- und Weltverhältnissen, in neuen sozialen Beziehungen, in Kommunen und Wohngemeinschaften, in der subkulturellen Besetzung ganzer Stadtteile oder im Gang zurück aufs Land, in alternativer Vielzahl neuer kultureller in der Erprobung neuer wird die Vervielfältigung und die Streuung der sozialen Kämpfe durch die Unterscheidung, die seither, also seit 68, die Arbeiterinnenbewegung als alte soziale Bewegung von den neuen sozialen Bewegungen als den sogenannten Alternativbewegungen trennt. In Bezug auf diese Unterscheidung hat Michel Foucault vorgeschlagen, das Eigentümliche dieser Zeit im Begriff der Reformation zu fassen. Wie im 15. und 16. Jahrhundert sei es auch in den 60er, 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts Umwälzung der alltäglichen Lebensweisen und ihrer Subjektivierung im je eigenen wie im gemeinsam gelebten Leben als um eine Umwälzung der Staatsapparate gegangen. Woltanski und Ciapello schließen hier mit ihrer Unterscheidung von Sozial- und Künstlerinnenkritik an. Die eine in der Geschichte der Arbeiterinnenbewegung, die andere in der Geschichte der Bohème und der künstlerischen Avantgarden gegründet.
Geht es in beiden um eine Kritik des Kapitalismus? Erfolgt sie in der Sozialkritik primär als Kritik an Armut, Ausbeutung und Ungerechtigkeit? In der Künstlerinnenkritik primär als Kritik an Unterdrückung, an der Inauthentizität oder Uneigentlichkeit des Lebens und der Entzauberung der Welt zur verdinglichten Warenwelt? Ich lasse das, Boltanski-Ciappello, hier so stehen und nehme den Punkt auf, der auch für Sie entscheidend ist. Den Umstand, dass die im Mai 68 erreichte Durchmischung und Streuung von Sozial- und Künstlerinnenkritik spätestens in den 1980er Jahren einer passiven Revolution zum Opfer fiel. Mit ihr wurden die Errungenschaften der Reformation der alltäglichen Lebensweisen in das verkehrt, was wir heute als neoliberale und biopolitische Modernisierung des Kapitalismus bekämpfen. Eine Bewegung, in der die reelle Subsumption der Arbeit unter das Kapital zur reellen Subsumption des Lebens und letztlich der ganzen Welt unter das Kapital wurde, bis in die letzte Minute des Tages und den letzten Winkel der Welt hinein. Wie in anderen großen historischen Umbrüchen resultiert das Scheitern des Aufbruchs gerade aus seinem Erfolg, auch aus seinem Erfolg, aus dem Umstand, dass das rebellische Begehren von Minderheiten von einer großen und deshalb relevanten Zahl von Menschen aufgegriffen wurde. Auf dem Weg aber seiner gesellschaftlichen Verallgemeinerung abgeschwächt, wird das Neue zuerst Verhandlungssache eines historischen Kompromisses und zuletzt zum Konsens einer neu justierten Hegemonie, die den Fortbestand des modernisierten Alten sichert und damit zum Ausgangspunkt neuer Kämpfe wird. In deren Interesse, im Interesse der jetzt zu beginnenden Kämpfe aber liegt es, das Unabgegoltene, das Nicht-Eingelöste und deshalb zwischenzeitlich Vergessene eigens zu erinnern. Das führt mich jetzt zur zumindest selbsternannten Avantgarde des Mai 1968, der Situationistischen Internationale. Die 1957 aus dem Zusammenschluss verschiedener Künstlerinnen- und Literatinnenzirkel entstandene SI gehört zunächst einmal in die Geschichte der Bohème. Diese Geschichte beginnt im 18. Jahrhundert mit der bzw. gegen die Akademisierung der kulturellen Produktion. In den Künstlerinnengruppen, wie dem etwa 1804 an der Wiener Akademie gegründeten Lukasbund, organisierte sich anfangs der Widerstand von Studierenden der Malerei und Bildhauerei gegen die Zurichtung, als diese ihre Ausbildung in den damals neuen Kunsthochschulen erfuhren. Die SI steht allerdings am Ende dieser Geschichte. Sie will kein neuer Künstlerinnen- oder Literatinnenzirkel sein, sondern diejenigen sammeln, die mit Kunst und Literatur Schluss machen wollen. Schluss gemacht werden soll auch mit der Architektur, mit Theater und Film, mit der Philosophie und den Wissenschaften. Schluss gemacht werden soll überhaupt mit der Arbeitsteilung und allen sozialen Trennungen. Auch mit der vom gesellschaftlichen Leben abgetrennten Politik. Deshalb imitiert die SI in satirischer Form die dritte und vierte kommunistische Internationale. Ihre über die Zeit hinweg insgesamt 70 Mitglieder organisieren sich in 9 nationalen Sektionen und einer sogenannten Außensektion. Sie koordinieren sich über Weltkonferenzen, über ihren internationalen Zentralrat oder etwa das für Städtebau zuständige Büro für unitären Urbanismus. Die Satire fiel allerdings ernster aus als geplant. Von den 70 Mitgliedern wurden 43 ausgeschlossen, 24 traten aus, die Auflösung 1972 wurde von den letzten 3 Mitgliedern souverän beschlossen, ganze 7 Mitglieder waren Frauen. Einfluss gewann die SI zunächst doch künstlerisch, publizistisch und theoretisch. Durch Bilder und Filme und deren skandalumwitterte Ausstellung bzw. Vorführung, durch Flugblätter und Flugschriften, durch die 12 Ausgaben ihres luxuriert gestalteten Zentralorgans, durch die kurz vor dem Mai veröffentlichten Bücher Guy Debord und Raoul van Eygem, beide sind da,
Die Gesellschaft des Spektakels einerseits und das Handbuch der Lebenskunst für die jungen Generationen. Einfluss gewann sie zuletzt durch ihre Beteiligung an der Besetzung der Sorbonne, während der sie eine eigene Vorfeldorganisation gründete, das Komitee zu, was natürlich, Aufrechterhaltung der Besetzung. Einfluss bis auf den heutigen Tag gewann sie schließlich durch ihren Stil, den Stil einer kompromisslos gelebten Radikalität. Dazu gehörte das ebenso vielversprechend wie vage Konzept der Konstruktion von Situationen als der eigentlich situationistischen Tätigkeit, in der die Kunst, die Literatur, die Philosophie und die Politik in eine Neuerfindung des Alltagslebens aufgehoben werden sollten. Dazu gehörte die aus dem Leben der Bohème gewonnene Taktik des sogenannten Umherschweifens. Nicht nur, aber auch wortwörtlich zu verstehen, als oft über Tage und Nächte sich hinziehendes Durchstreifen der Stadt. Dazu gehörte zweitens die Taktik der Entwendung, wortwörtlich zu verstehen als trickreiche Beschaffung der Ressourcen für ein arbeitsfreies Leben, im übertragenen Sinn zu verstehen als subversiver Zugriff auf das gesamte Erbe der Kunst, der Literatur, der Philosophie und der revolutionären Politik. Umherschweifen und Entwendung dienten der SI auch dazu, die Hauptlinien aller Kritik ineinander zu verweben. Die auf Marx zurückgehende Kritik der politischen Ökonomie, die in Nietzsche gipfelnde Kritik der Religion und der Moral und die in Dada und Surrealismus gipfelnde Selbstkritik der Kunst, der Literatur und des Lebens der Bohème. Der Ernst dieses Spiels lag in der konsequenten Unterscheidung von Freund und Feind. Zu ihren eigentlichen Gegnerinnen erhoben die Situationisten die Massenmedien der Information, der Bildung und der Freizeit. Von den Schulen und Universitäten über Reklame, Zeitungen, Radio und Fernsehen bis zum Sport, zur Freizeitindustrie und zum Städtebau der 1960er Jahre. Erklärt der Hauptgegner der SI war deshalb der Club Mediterranee. Ein heute weltweit über 80 Urlaubsparadiese betreibendes Touristikunternehmen. Vielleicht lässt sich der Einsatz der SI am ehesten und am deutlichsten an Vorhaben verstehen, die sie bezeichnenderweise nicht durchgeführt hat. So diskutierte die Londoner Weltkonferenz 1960 zwei Projekte, für die von einem reichen italienischen Sympathisanten zureichende finanzielle Mittel zugesagt waren. Das erste war eine militante Aktion zur richtigen Zeit am richtigen Ort, die im Guerillastil geplante Besetzung der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur UNESCO mit Sitz in Paris. Das zweite war die auf einer Mittelmeerinsel bei Italien geplante Anlage einer situationistischen Experimentalstadt als einer real existierenden befreiten Zone. Beide Projekte wurden wie die ganze künstlerische, literarische und filmische Produktion einem immer kompromissloseren, dafür aber immer abstrakteren Radikalismus geopfert, der letztlich auf die Enthaltung von jeder Aktivität zielte. Weil jedes konkrete Vorhaben, so der Verdacht, Teil der nur in einer totalen Revolution oder eben gar nicht umzustürzenden Gesellschaft des Spektakels geworden wäre. Zeit für den nächsten Schritt zurück, den Schritt zurück zu den kulturrevolutionären Avantgarden der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, von denen die SI ein später Abkömmling war. Die Rede ist von Künstlerinnen, Literatinnen und Aktivistinnengruppen mit weltweit hunderten Mitstreiterinnen. In der Vielzahl der Bünde und Zirkel lassen sich grob 4 bzw. 5 Hauptströmungen ausmachen. Der Expressionismus, der in seinen italienischen und sowjetischen Flügel gespaltene Futurismus, der Dadaismus und der Surrealismus. Die nur relative Trennschärfe dieser Unterscheidungen zeigt sich darin, dass viele der ihnen zuzurechnenden Künstlerinnen, Literatinnen und Aktivistinnen von der einen zur anderen Strömung wechselten, etliche andere sich nie festbanden und wieder andere ganz für sich allein blieben. Erklärterweise aber teilen sich alle Strömungen dieselbe in der Hölle des Ersten Weltkriegs geborene Epoche. Sie verstanden sich subjektiv als vorderste Frontlinie einer in der Industrie,
den Wissenschaften, der Großstadt, den proletarischen Massen und in der eigenen Vereinzelung gipfelnden Totalkrise. Sie nahmen ausdrücklich und oft enthusiastisch Bezug auf die Oktoberrevolution und sie scheiterten ausnahmslos am Faschismus und in der Hölle des Zweiten Weltkriegs. Legt man Max Webers an der historischen Reformation gewonnene Unterscheidung der religiösen Virtuosinnen von den religiösen Laien auch an die Avantgarden an, dann wird sichtbar, dass sie, die Avantgarden, die Virtuosinnen einer Bewegung waren, die Zehntausende, wenn nicht über 100.000 Laien bewegte. All die zum Beispiel, die sich zu dieser Zeit an der bürgerlichen sogenannten Lebensreform beteiligten, die aber auch, die sich am Rand der sozialdemokratischen wie der kommunistischen Arbeiterinnenbewegung an dem beteiligten, was Karl-Heinz Roth die andere Arbeiterinnenbewegung genannt hat. Sichtbar wird dann allerdings auch, dass Avantgarden und Laien je auf ihre Weise erprobt haben, was Foucault später die Haltung der Modernität genannt hat. Der Expressionismus formierte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der Begriff war schon vor dem Ersten Weltkrieg im Umlauf. Die Kunst, das Denken, das Leben und so auch die Politik wurden als Expression, als Ausdruck einer Subjektivität verstanden, der es um nichts anderes mehr als eben um ihren Ausdruck ging. Allerdings wollte die Subjektivität, diese Subjektivität, im Ausdruck des modernen Lebens immer auch aus ihm aussteigen. Zurück aufs Land, zurück ins Mittelalter, hinaus in exotische Fernen oder, hier wie der Maler Max Beckmann, in die Einsamkeit einer inmitten der Großstadt heroisch vereinzelten nietzscheanischen Existenz. Solchen Ausstieg untersagte sich der Futurismus, der so heißt, weil er sich entschlossen mit der technisch-industriellen Umwälzung aller Dinge und Verhältnisse und mit der revolutionären Umwälzung der Gesellschaft verbündete. Er tat dies allerdings in radikal gegensätzlicher Weise. Die Futuristinnen der jungen Sowjetunion an der Seite der Bolschewiki, die italienischen Futuristinnen an der Seite Mussolinis. Die Mehrzahl der sowjetischen Futuristinnen endete im Gulag, die italienischen verschwanden spätestens mit dem Sturz der faschistischen Diktatur 1943. Die Bewegung Dada verzichtete auf solche Parteinahmen. Der Dadaist Hülsenbeck schreibt, Zitat, wir hatten alle keinen Sinn für den Mut, der dazugehört, sich für die Idee einer Nation totschießen zu lassen, die im besten Fall eine Interessengemeinschaft von Fellhändlern und Lederschiebern, im schlechtesten eine kulturelle Vereinigung von Psychopathen ist. Beteiligten sich die Dadaistinnen, was die meisten taten, an der Revolutionierung nicht nur der Kunst, sondern auch der Politik, dann nur und ausschließlich als Kraft der Negation. Das Wort Verbesserung, so nach einmal Hülsenbeck, ist dem Dadaisten in jeder Form unverständlich. Der Surrealismus ging aus der Dada-Bewegung hervor und versuchte, deren reine Negativität dialektisch aufzuheben. Dada anti-Dada war eine der ersten surrealistischen Losungen. Er ist deshalb die reichste der Avantgarde-Strömungen. Hier wurde, schreibt Walter Benjamin, der Bereich der Dichtung von innen gesprengt, indem ein Kreis von eng verbundenen Menschen dichterisches Leben bis an die äußersten Grenzen des Möglichen trieb. Der erste Grund dafür lag darin, dass es den Surrealistinnen nicht nur um eine Kritik der bürgerlich-kapitalistischen Modernisierung, sondern gleichsam von Anfang an um eine Kritik der ganzen christlich-abendländischen Zivilisation und ihrer Rationalität, damit aber um eine Kritik überhaupt des Ganzen der Wirklichkeit ging. Ihr setzten sie eine erst zu schaffende Überwirklichkeit, eben die Surrealität, entgegen. Im 1924 veröffentlichten ersten Manifest des Antisurrealismus, des Surrealismus schreibt sein Antivater André Breton, Zitat Breton, der Surrealismus beruht auf dem Glauben an die höhere Wirklichkeit,
gewisse bis dahin vernachlässigte Assoziationsformen, an die Allmacht des Traumes, an das zweckfreie Spiel des Denkens, erzielt auf die endgültige Zerstörung aller anderen psychischen Mechanismen und will sich zur Lösung der hauptsächlichen Lebensprobleme an ihre Stelle setzen. Der Weg dazu war über das Malen von Bildern und das Schreiben von Gedichten hinaus die jeden Tag aufs Neue praktizierte Subversion der Grenzen von Wachen und Träumen, von Ernst und Spiel, von Vernunft und Unvernunft, in einer permanenten Offenheit für den Hasard-Objektiv, den objektiven Zufall des Wunders, des Ereignisses und der Gnade. Das mit Hilfe der Psychoanalyse benannte Ziel der praktizierten Poesie bestand in der, so Breton, Aufhebung des Ich im Es, deren privilegierter Ort die Liebe sein sollte, l'amour fou, die verrückte, die leidenschaftliche Liebe. Erreicht haben die Surrealistinnen dieses Ziel, sich an die Stelle aller anderen Mechanismen zur Lösung der hauptsächlichen Lebensprobleme zu setzen, nur bedingt. Und das gilt gleichermaßen von der Kunst, vom Alltag, von der Liebe und von der Politik. Das lag nicht nur, doch auch daran, dass die Pariser Gruppe Surrealist und nicht nur die von Paris männlich dominiert war und blieb. Sichtbar wird dies in einer prominenten politisch-ästhetischen Intervention, die zugleich eine Intervention ins Geschlechterverhältnis war und dies auch dokumentiert. Sie findet sich in der ersten Ausgabe der Zeitschrift La Révolution Surréaliste in einer Collage, mit der sich die Gruppe politisch an die Seite der Anarchistin Germaine Berthaud stellt, die gerade einen Führer der faschistischen Action Française erschossen hatte. Die radikale Intervention belegt allerdings unübersehbar das Problem des Surrealismus. Um das Bild der Anarchistin finden sich die Passfotos der Mitglieder der Gruppe Surrealist, ausschließlich Männer. Beschriftet ist die Collage mit einem Vers des Dichters Charles Baudelaire. Und so ist es die Frau, die in unseren Träumen den stärksten Schatten und das stärkste Licht wirft. Ohne jede Herablassung bleibt da nur zu sagen, wohl wahr. Das Scheitern der Surrealistin in der Politik war allerdings nicht einfach ihr Scheitern. Es hing am Scheitern der Oktoberrevolution, am Scheitern der Arbeiterinnenbewegung und an der Quittierung dieses Scheiterns in der faschistischen Verwüstung der Welt. Die Surrealisten haben darin ein noch heute beeindruckendes Zeugnis aufrechten Gangs und freien Denkens abgelegt, anders, sehr viel anders, als viele andere Künstlerinnen und Intellektuelle der Linken dieser Zeit. Mitte der 1920er Jahre wollten sie ernst machen mit der Politik, richtig ernst. Prominente Surrealistinnen, darunter Breton, treten der Kommunistischen Partei bei. Der Titel ihrer Zeitung wurde von La Révolution Surrealiste in Le Surrealisme au service de la Révolution umbenannt. Der Surrealismus im Dienst der Revolution. Mitte der 1930er Jahre, mitten im antifaschistischen Widerstand, bereiteten die Surrealistinnen diesem Spuk ein Ende und brachen mit der Sowjetunion und der stalinisierten KP. Sie taten dies in rückhaltloser Solidarität mit den spanischen Anarchistinnen und in Absprache auch und persönlich mit dem exilierten Leo Trotzki. Damit nicht genug. Breton und sein langjähriger innersurrealistischer Widerspieler Georges Bataille gründeten gemeinsam mit Dissidenten, Kommunistinnen und Anarchistinnen die Allianz Contre-Attaque, Gegenangriff, die den allerdings kurzlebigen Versuch unternahm, eine antifaschistische Bewegung zu bilden, die sich zugleich den Nazis, dem Stalinismus und dem Kapital widersetzen sollte, indem sie die Surrealität, das zweckfreie Spiel des Denkens, Träumens und Begehrens in praktizierter Poesie zur massenwirksamen Alternative machen wollte. Eine wichtige Rolle fiel dabei der Dichterin und kommunistischen Aktivistin Colette Peignot zu, die unter dem Pseudonym Lohr schrieb, Berlin, Moskau und Leningrad besucht hatte
und zu dieser Zeit mit Bataille zusammenlebte. Lohr starb 1938 im Alter von 35 Jahren an der Tuberkulose. Ihre Schriften verbreiteten sich erst in den 1960er Jahren und beeinflussten so ein objektiver Zufall die im Mai 68 erstarkende Frauenbewegung. Mich führt Lohr auf den dritten Schritt zurück, den Schritt in die Romantik, das heißt freigesprochen in die Zeit zwischen der Französischen Revolution 1789, der Revolution von 1848 und der Pariser Kommune von 1871. Noch in einem späten Text hat Breton den Surrealismus in die Tradition einer weit verstandenen Romantik gestellt und den surrealistischen Dichterhalbgöttern Charles Baudelaire und Arthur Rimbaud ausdrücklich den romantischen Schriftsteller und Philosophen Novalis an die Seite gestellt. Stammt von Novalis der Satz, die Welt muss romantisiert werden. Und von Rimbaud der Satz, man muss unbedingt modern sein. Kamen beide, trotz des Unterschieds im Akzent, im Entwurf eines dichterischen Lebens zusammen, in dem die Überschreitung und Verausgabung des eigenen Lebens der Preis für die Schöpfung nicht nur einer neuen Sprache, sondern zuletzt einer neuen Welt war. Im berühmten Seherbrief an seinen Freund Paul Demeny schreibt der 17-jährige Rimbaud, ich zitiere, ich ist ein anderer. Der Dichter macht sich sehend durch eine lange, immense und überlegte Entregelung aller Sinne. Alle Formen der Liebe, des Leidens, des Wahns. Er forscht selbst. Er schöpft in sich alle Gifte aus, um nur die Quintessenzen zu bewahren. Er gelangt zum Unbekannten. Und wenn, ganz baff, er dann die Einsicht in seine Vision verliert, er hat sie gesehen. Mag er bei seinem Springen durch die unerhörten und unbenennbaren Dinge krepieren, es kommen andere, entsetzliche Arbeiter, sie fangen bei den Horizonten an, wo der andere niedergesunken ist. Der Dichter ist also wirklich der Dieb des Feuers. Er ist für die Menschheit, ja selbst für die Tiere zuständig. Er wird seine Erfindungen spürbar, greifbar, hörbar machen müssen, wenn das, was er von dort mitbringt, Form hat. Gibt er Form, ist es ungeformt, gibt er Ungeformtes. Wie einige andere Dichter und Dichterinnen fielen Novalis, Baudelaire und Rimbaud der Verausgabung ihrer Subjektivität zum Opfer. Novalis starb mit 29 an der Tuberkulose, Baudelaire mit 46 verarmt und ausgezehrt von Alkohol und Drogenkonsum. Rimbaud schrieb seine Gedichte und Prosa zwischen seinem 15. und 20. Lebensjahr, brach sein Schreiben und sein exzessives Künstlerleben dann zugunsten eines anderen Exzesses ab, reiste jahrelang kreuz und quer durch das kolonisierte Afrika, wurde Händler, wurde wohlhabend, wurde krank, kehrte nach Europa zurück und starb mit 37 Jahren qualvoll in Marseille nach der Amputation seines rechten Beines. Der Geschichte Novalis, Baudelaires und Rimbauds ist die Geschichte der Caroline von Günderode hinzuzufügen. Geboren 1780, Schülerin eines Darmstädter Damenstifts, die dort Philosophie, Geschichte und Literatur studiert und sich für die Französische Revolution begeistert. Sie liest Schelling, Fichte, Schlegel und Novalis, beginnt zu schreiben und unter dem männlichen Pseudonym Tian zu veröffentlichen. Gedichte über Freiheit und Gefangenschaft, über Liebe und Tod. Trotz prominenter Anerkennung bleibt ihr nur der mehrfach wiederholten Versuch der bürgerlichen Frauenrolle durch Liebesverhältnisse zu entkommen. Sie hat das Unglück, schrieb Christa Wolf, leidenschaftlich und stolz zu sein, also verkannt zu werden. So hält sie sich zurück an Zügeln, die ins Fleisch schneiden. Das geht ja, man lebt. Gefährlich wird es,
wenn sie sich hinreißen ließe, die Zügel zu lockern, loszugehen, und wenn sie dann in heftigstem Lauf gegen jenen Widerstand stieße, den die anderen Wirklichkeit nennen und von dem sie sich, man wird es ihr vorwerfen, nicht den rechten Begriff macht. Nach dem Scheitern eines letzten Ausbruchsversuchs erdolcht sie sich im Alter von 26 Jahren. Spannt man die Epoche der Romantik frei bis auf die Zeit Rimbauds aus, der 1874 zu schreiben aufhört, dann fällt die junghegelianische Bewegung in ihre Mitte. Die Junghegelianer waren keine Künstlerinnen, sondern Philosophinnen, fielen aber ebenso aus den für ihre Bildungsgeschichte vorgesehenen bürgerlichen Karrieren heraus, schlossen sich der Bohème an, verkehrten in ihren Kreisen und in ihren Kneipen. Auch sie sind Männer, aber eben nicht nur. Zu ihnen gehörte Marie Dänhardt, die Zigarren rauchte und in Männerkleidern in der Berliner Hippelschen Weinstube verkehrte, wo sie sich 1843 von einem unter Vorwänden herbeigelockten, angesichts der betrunkenen Gesellschaft höchst verwirrten Priesters mit Max Stirner verheiraten ließ, der seinem philosophischen Hauptwerk Der Einzige und sein Eigentum, die Widmung meinem Liebchen Marie Dänhardt, voranstellte. Stirner ist heute primär durch die maßlos ungerechte, letztlich selbstdestruktive Polemik bekannt, mit der Karl Marx und Friedrich Engels ihn in der Kritik der deutschen Ideologie überzogen, in der er als Sankt Max firmiert. Das zu ihren Lebzeiten gar nicht veröffentlichte Buch markiert den entscheidenden Bruch im Junghegelianismus. Dieser Bruch ist heute, anders als Marx und Engels damals glaubten, weniger als Bruch zwischen Materialismus und Idealismus, denn als Bruch zwischen Sozial- und Künstlerinnenkritik, als Bruch aber auch im Denken von Marx und Engels selbst zu lesen. Ein Bruch, den nach dem Vorlauf des Surrealismus erst der Mai 68 überbrückt hat. Von dort her, vom Mai 68 her, sind die heutigen in verschiedener Weise postmarxistischen Formen der Kritik zu verstehen, in denen Marx und Stirner, Marx und Rimbaud, Marx und Nietzsche mehr oder minder zwanglos aufeinander bezogen werden, getreu der Einsicht nicht mehr nur Bretons, nach der die kollektive Veränderung der Welt von der Veränderung eines einzelnen Lebens nicht getrennt werden darf. Das gute Leben wird jenseits von Gut und Böse gelebt, als Eigentum aller wie je der Einzigen, die sich in ihm auf ihre Surrealitäten hin überschreitet. Auf je einem eigenen, doch stets auch gemeinsam gebahnten Weg zwischen Traum und Wachen, Spiel und Ernst, Vernunft und Unvernunft. Mit meinen Geschichten aus der Geschichte der Kämpfe um Lebensweisen bin ich jetzt an einem vorläufigen Ende angelangt. Vorläufig, weil ich abschließend 5 Problematiken anreißen möchte, die für die weiteren Abenteuer der Transformation bestimmend sein könnten. Erstens. Wenn die neueren Sozial- und Künstlerinnenkritiken den Begriff der Klasse in den der Multitude aufheben wollen, soll im Begriff markiert werden, dass Kämpfe um Produktionsweisen von Kämpfen um Lebensweisen nicht getrennt, deshalb aber immer nur im nie abzuzählenden Plural ausgetragen werden können. Es gibt Multituden, also Mengen, immer nur als Mengen aktiv sich verbindender und aktiv sich vereinzelnder Subjektivitäten als Multituden von Singularitäten. Darin wiederholt sich das Kernproblem der Romantik und später der Avantgarde. Für Hegel und Marx war die Romantik Ausdruck einer aufgespreizten, sich in sich einhausenden Subjektivität. Rimbaud, Nietzsche, Colette Peignot und zuletzt Foucault aber ging es um eine Subjektivität, die sich in ihrer Vereinzelung auf das Gemeinsame einer neuen Menschheit überschreitet. Die schlichte Lebenserfahrung lehrt uns, dass beide Recht haben. Es gibt in sich eingehauste Subjektivitäten. Der Neoliberalismus zehrt von ihnen und produziert sie in Serie. Und es gibt die sich vereinzelnde Subjektivität, die für sich, für uns alle und sogar für die Tiere und die Göttinnen das Feuer zu stehlen versucht. Wie also scheiden wir die jeweils einzigen existenziellen oder surrealen Revolten vom Ich des neoliberalen Realismus?
drücken wir das Abbild der Ewigkeit auf unser Leben, notiert Nietzsche in tiefstem Einklang mit Baudelaire. Dieser Gedanke enthält mehr als alle Religionen, welche dies Leben als ein flüchtiges verachten und nach einem unbestimmten anderen Leben hinblicken lehrten. Diese Lehre ist milde gegen die, welche nicht an sie glauben. Sie hat keine Höllen und Drohungen. Wer nicht glaubt, hat ein flüchtiges Leben in seinem Bewusstsein. Zweitens. Weiter zu bearbeiten wären diese Zweideutigkeiten im Kontext der neuen Begeisterung für die Spiritualität indigenen Buen Viviers. Auch und gerade hier waren uns die Avantgarden voraus, beginnend in den 1880er Jahren mit der Übersiedlung des Malers Paul Gauguin nach Polynesien, später existenziell und theoretisch entfaltet in der langen Auseinandersetzung Bretons, Batailles und schließlich Antonin Artaud mit der indigenen Spiritualität. Von der haben sie schnell verstanden, dass mit der exotistischen Kitsch- und Schundformel vom Einklang mit der Natur nicht einmal die Eintrittskarte in das Problem gelöst ist, ein Problem, für das Artaud bekanntlich mit seinem Leben bezahlt hat. Pachamama, das lässt sich hier lernen, stellt nicht einfach nur den Kapitalismus, sondern die ganze christlich-abendländische Zivilisation in Frage. Und Pachamama stellt deshalb auch, wie aktuell in Ecuador zu sehen, den Sozialismus des 21. Jahrhunderts in Frage. Geht es dabei um ökonomisches Wachstum und antiökonomische Wachstumskritik, geht es zugleich um Religion und Religionskritik. Und das inmitten einer Welt, in der Liberalismus und Fundamentalismus die beiden Backen desselben Arsches bilden. Eine mehr und mehr verödende Säkularität, deren Wahrheit die Aufzehrung der Welt in ihrer technischen Reproduktion ist, und eine postkolonial irre gewordene Religiosität, die ihre Gegenwahrheit im Selbstmordattentat vollstreckt. Was wäre beiden gegenüber ein Buen Vivir, ein gutes Leben für alle und für jede Einzelne, zu erringen in den noch vor uns liegenden Kämpfen dieses Jahrhunderts, wie in unserem eigenen Alltag hier und jetzt? Drittens. Das Buen Vivir führt aber nicht nur auf Fragen postkolonialer Vergesellschaftung und Vereinzelung, es führt auch auf feministische Fragen. Zu Recht besteht der Feminismus auf einer radikalen Veränderung der Arbeitsteilung, in der die vier Formen der Arbeit, die unumgängliche Erwerbsarbeit, die Arbeit an sich selbst und den anderen, die politische Arbeit und die zweckfreie Arbeit an den eigenen Möglichkeiten in ein freies Verhältnis gebracht. Sie in ein freies Verhältnis zu setzen, heißt aber eben nicht, sie in eins zu setzen. Weil die zweckfreie Arbeit an den eigenen Möglichkeiten, den drei anderen Formen der Arbeit, immer widersprechen, ihr Verhältnis zueinander immer neu sprengen wird, auf ein entgrenztes Leben hin, das die Trennung der Gesellschaft nicht weniger in Frage stellt als die des Individuums. Viertens. Verdichtete sich das Problem der technischen Reproduktion von Leben und Welt. Schon für die Situationistin in den Technologien der Massenkommunikation hat sich dieses Problem heute radikal verschärft. Was den Situationisten die Freizeitindustrie und der Städtebau war, sind uns die sozialen Netzwerke, die wir bald implantiert mit uns tragen werden. Wie scheiden wir in ihnen Realität und Surrealität und wie scheiden wir in ihnen Freund und Feind? Was wäre eine ernstzunehmende Kommunikationsguerilla? Wie konstruieren wir im Netz die Situationen, die es tatsächlich zum Gemeinsamen, zur Kommune werden lassen und nicht zur negativen Utopie einer alles verwebenden, endlich tatsächlich totalitären Herrschaft? Und zu guter Letzt, fünftens, wie bilden wir in Transformationsprozessen, die Reform, Revolution und Reformation einschließen, die zu ihrer gegenseitigen Kritik gebrauchte organische Intelligenz? Wie gestalten wir das Verhältnis von Virtuosinnen und Laien der Transformation? Und wie das Verhältnis der Virtuosinnen und der Laien zum unerbittlichen Realismus der Mehrheit? Welche Rolle kommt gerade dabei der Parteiform zu? Wie schützen wir sie und uns vor passiver Revolutionierung? Und wie halten wir uns inmitten unseres Alltags dem Wunder, dem Ereignis und der Gnade offen? Es wird noch Versammlungen auf den öffentlichen Plätzen geben, und Bewegungen, schrieb Breton im ersten surrealistischen Manifest, an denen teilzunehmen, ihr nicht zu hoffen gewagt habt. Dankeschön.
Thank you.